他火热的七星会把你烧掉的。我听说他们想把改变回原来那种普通的旅馆。那我们这些租房的怎么办？把我们都赶出去。Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Jensen, ich war gerade auf dem Weg nach draußen. Was machen Sie hier, Malik? Ich sagte doch, ich übernehme das. Ich weiß es. Ich habe nichts gemacht. Glauben Sie mir. Van Brocken gehört Ihnen. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Was ist los? Warum sind Sie hier? Es ist nichts. Darf denn ein Mädchen keine Geheimnisse haben? Doch, aber ich sehe, dass Sie etwas beschäftigt. Und das beunruhigt mich. Was ist los? Ich musste nur etwas herausfinden. Für eine Freundin. Sie hatte was Besseres verdient. Ich höre. Also schön. Weil sie so verdammt neugierig sind. Ich habe vor Jahren hier gelebt, wissen Sie noch? Meine Freundin, meine beste Freundin, Evelyn. Sie war wie eine Schwester für mich. Mit ihr war das Leben hier ein einziger Spaß. Aber dann gab es diesen Unfall. Sie ist tot. Tut mir leid, Malik. Moment, Jensen, ich bin noch nicht fertig. Ich dachte, ich käme drüber weg, aber ich weiß... Ich weiß, dass sie nicht einfach gestorben ist. Sie wurde umgebracht, ermordet. Von ihrem miesen, nichtsnutzigen Freund. Ich weiß, dass er es getan hat. Ich wusste, dass es mit ihm Ärger geben würde, von Anfang an. Aber sie wollte einfach nicht auf mich hören. Ruhig, Malik. Wäre ihre Freundin ermordet worden, hätte die Polizei doch Verdacht geschöpft. Es hätte Ermittlungen gegeben. Das ist es ja. Es gab eben keine Ermittlungen. Sie sagten, sie sei die Treppe runtergefallen. Es sei ein ganz normaler Unfall gewesen. Aber ihre Verletzungen, wie sie gestorben ist, das passt nicht dazu. Das geht aus der Analyse der Blutspritzer klar hervor. Blutspritzer? Sie haben den Polizeibericht gelesen? Ja. Ein Freund hat in einem der Pots eine Kopie für mich hinterlassen. Hören Sie, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich glaube, da wurde was vertuscht. Ich muss es nur beweisen. Wenn ich den Autopsiebericht hätte, der nie aufgetaucht ist, könnte ich die Wahrheit herausfinden. Außer... Wieso beschleicht mich die Ahnung, da gleich mit reingezogen zu werden? Hören Sie, Jensen, es tut mir leid. Ich weiß, dass Van Brocken Vorrang hat. Und ich habe gesagt, dass es meine Sache ist und ich mich darum kümmere. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass das Ganze eine Nummer zu groß für mich ist. Ich bin nur eine Pilotin. Ich bin kein verdammter Cop. Aber ich muss die Wahrheit wissen. Dieser Autopsiebericht. Was würden Sie damit machen, wenn Sie ihn hätten? Ich bin nicht sicher.
Wie gesagt, ich bin Pilotin, kein Cop. Aber ich musste einfach etwas tun, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht, wenn Sie den Bericht haben und wir seinen Inhalt kennen, könnten wir improvisieren. Dieser Autopsiebericht. Was würden Sie damit machen, wenn Sie ihn hätten? Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, ich bin Pilotin, kein Cop. Aber ich musste einfach etwas tun, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht, wenn Sie den Bericht haben und wir seinen Inhalt kennen, könnten wir improvisieren. Okay, ich helfe Ihnen. Was soll ich tun? Mein Kontakt arbeitet für Limp. Er ist Systemtechniker und hat anscheinend Zugriff auf die gesamte Datenbank. Er ist bereit, eine Kopie von Evelyns Autopsiebericht rauszurücken. Ich soll ihn also treffen und den Bericht holen, richtig? Ja, aber Sie müssen die richtige Parole sagen. Tod und Leben haben ihre Bestimmung. Darauf wird er antworten, Reichtum und Ansehen hängen vom Willen des Himmels ab. Meine Güte, Malik. Das klingt ja wie aus einem schlechten Agentenfilm. Ich weiß, das ist reiner Selbstschutz. Ich habe mir das blöde Zitat nicht ausgesucht. Spielen Sie einfach mit und vergessen Sie Ihren Text nicht, okay? Sie finden ihn in der Lobby der Limp-Klinik von Lower Hangshaw. Hat der Knabe auch einen Namen? Keinen, den ich kenne. Mir hat er sich als Mr. X vorgestellt. Ich weiß. Mr. X. Okay, sonst noch was? Ja, bevor ich es vergesse, alles über Evelyns Unfall. Zeitungsartikel, den Polizeibericht, Details über Limp finden Sie in Pod 009 hier im Hotel. Sie sollten es sich wirklich mal durchlesen, falls möglich. Pod 9, alles klar. Ich muss gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was Neues haben und danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen, Jensen. Mein Besuch in Prag hat allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Hey, können Sie mir sagen, wo man hier was kauft? Vielleicht. Eine kleine Pause für einige was. Besuchen Sie es mal mit dem Schrank der Röhren. Die Leute da können sich aber dazu gewählen. Kaufen oder verkaufen ist mir egal. Werfen Sie einfach einen Blick in den Computer. Kommen Sie bald wieder! Bestes Angebot der Stadt. Kommen Sie bald wieder. Aber es scheint, als müsste ich eine frühere Meldung zurückziehen. Der Millionär Hugh Darrow hat mich persönlich kontaktiert. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, wegen unserer Korrespondenten in Australien aufnehmen, muss ich noch ein paar Sachen wiederholen. Steuerung, die Temperatur der Meere zu verändern.
eingeladen. Ich habe... Ich hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gibt. Wir machen jetzt eine kleine Pause für eine Spitzmeldung. Ich sammle Unterschriften, um zwei Mitarbeiterinnen aus dem ersten Stock des Westens. Ich weiß, das hier ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber wer ein Callgirl will, soll gefälligst ins Hotel. Ich weiß, was Sie da drin verstecken. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich Sie neulich gesehen mit Frettchen in Hemd. Sie wissen, Tiere nicht erlaubt in Hotel. Das stimmt nicht. Ich sage Mr. Chow, wenn Sie Tier behalten. Zänkisches Miststück. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen das Panchaya-Projekt, gemeinsame globale Anstrengungen zur Heilung unserer Welt? Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Unsere größte Chance, das zu erreichen, ist eine Kombination aus Eisendüngung und Geosteuerung. Ich begreife nicht, wie es sein kann, dass in einer Stadt so viele Menschen leben. Anlage im Arktischen Ozean eher für ein Risiko halten. Wann werden wir uns selbst von der Wahrheit überzeugen können? Sobald die Anlage fertig ist. Ping, ich finde, du bist ein Ping, das Der Millionär Hugh Darrow hat mich persönlich kontaktiert, um zu dementieren, dass er bei geheimen UN-Debatten über die Augmentierungsfrage hinzugezogen wurde. Der Mann hatte Folgendes dazu zu sagen. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen das Panchaya-Projekt? Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als nächstes... Vergessen Sie es, Mann. Sie sind nicht mein Typ. Das wird hier kein Date, Van Brocken. Reden wir über Sie und ein paar Freunde von Ihnen in Detroit. Detroit? Ja, okay. Alles klar, Sie gehören zu Seraph, oder? Sie waren dort, als ich den Stecker ziehen musste. Sie geben es also zu. Das war Ihr Maulwurf. Ein Hack, Mann. Nur ein Hack. Der Job war die dümmste Entscheidung meines Lebens, wie man unschwer erkennen kann. Sie haben meine Leute attackiert, Windmill. Wenn Sie damit durchkommen wollen, sagen Sie mir, was Sie wissen. Ganz ruhig, Junge. Ich schulde dieser Schlampe nichts, die mich angeheuert hat. Zumal sie mich zum Abschuss freigegeben hat. Das Mädchen, das Sie suchen, heißt Zhao Yun-Ru. Die Chefin von Tai Yong Medical. Tai Yong Medical? Das sind Seraphs größte Konkurrenten. Wie denken Sie, sind Sie das geworden? Zhao mag keine Konkurrenz, okay? Hacken, verleumden, erpressen. Sie tut alles, um die Konkurrenz zu destabilisieren. Nichts für ungut, aber Seraph war nicht ihr erstes Opfer. Können Sie das beweisen? Es gibt ein Überwachungsvideo im Taiyong Tower. Ich habe es auf einen Server geladen. Sozusagen als Lebensversicherung. Kein besonders cleveres Versteck. Immerhin arbeiten Sie nicht mehr dort. Ich konnte es nicht mehr sichern. Deshalb müssen Sie es mir besorgen. Natürlich können Sie da nicht einfach reinspazieren. Sie brauchen einen Mitarbeiterausweis mit Ihren biometrischen Daten für den TYM-Shuttle. Was Sie nicht sagen, Windmill. Ich habe schon einen Mitarbeiterausweis. Es fehlen nur noch die biometrischen Daten aus meinem Pass. Also fangen Sie schon mit der Codierung an. Hier, viel Spaß damit. Nagelneu und biokodiert. Wie versprochen.
Wo finde ich diese Aufzeichnung? Auf einem Überwachungsserver im TYM Tower. Aber mit dieser Karte kommen Sie nur in die Fabrik in der Lower City. Mit Ihrem Mitarbeiter-Shuttle. Und wie soll ich von hier unten in den Turm kommen? Ich habe nie gesagt, dass es einfach wird. Hören Sie. Der schwierige Teil ist das Pangu. Aber Ihnen fällt schon was ein. Da bin ich ganz sicher. Okay. Und wenn ich durch den Schwebeboden bin? Dann sind Sie im Turm der Upper City. Der Server, den Sie suchen, ist im zentralen Sicherheitshub. Login und Passwort sind hier drauf. Also, was meine Belohnung angeht. Tai Yong Medical! Scheiße, die sind hier! Wacht auf! Ich will diesen Hacker tot sehen! Sie müssen mir helfen, Jensen! Die werden mich umlegen! Und inwiefern betrifft das mich? Oh, kommen Sie, Mann! Ich habe Ihnen geholfen! Geben Sie mir wenigstens eine Waffe, damit ich mich wehren kann! Okay, gut. Nehmen Sie die und verschwinden Sie. Oh, danke, Mann. Das vergesse ich Ihnen nie. Sie meinen das Panchaya-Projekt, die gemeinsame globale... Wenn du was siehst, schieß! Das passiert mir zwar nicht oft, aber es scheint, als müsste ich eine frühere Meldung zurückziehen. Mein Besuch in Prag hatte allein mit dem Projekt zu tun, dem momentan meine gesamte Aufmerksamkeit gilt. Sie meinen das Panchaya-Projekt, die gemeinsame globale Anstrengung zur Heilung unserer Welt? Die Ökosphäre der Erde ist in Gefahr, Eliza, und wir müssen als Spezies aktiv werden, um die Situation zu verbessern. Unsere größte Chance, das zu erreichen, liegt darin, durch eine Kombination aus Eisbedingungen und geothermaler Steuerung die Temperatur der Meere zu verändern. Okay. Entschuldigen Sie, Mr. Darrow, aber es gibt viele, die ihre Anlage im arktischen Ozean eher für ein Risiko halten. Wann werden wir uns selbst wieder machen? Klingt, als würde da jemand eine Menge mehr, Leute. Also bleibt angemeldet. Und falls ihr gerade...
irgendwas? Haltet die Augen offen! Mir gefällt das hier ganz und gar nicht.